Hallo und herzlich willkommen zu Farm Together, meinem 15 beste Tipps Video. Heute dreht sich alles um 15 Tipps, die ganz besonders für den Anfang gelten, wenn ihr eine Farm erstellt. Ich sag mal grob so für die ersten 15 bis 20 Level, aber solltet ihr diese noch nicht beherzigt haben, könnt ihr diese Tipps natürlich auch in größeren Farmen anwenden. Los geht's! Tipp Nummer 1. Alle Quests machen. Eine ganz, ganz große Sache bzw. ein großes Thema, was wir haben im Spiel, ist zum einen effektives Arbeiten und zum anderen sind das die Quests. Wie das Ganze zusammengehört, erkläre ich euch jetzt. Wenn ihr auf Escape drückt und dann hier auf Quests geht, dann seht ihr hier verschiedene Quests. Am Anfang seht ihr, glaube ich, nur eine und später bekommt ihr dann zwei gleichzeitig immer wieder. Das hier ist jetzt eine zusätzliche Quest. Das ist ein Event, das braucht ihr gar nicht zu beachten. Bei diesen Quests, da gibt es immer wieder verschiedene Sachen, die ihr machen müsst. Zum Beispiel muss ich jetzt hier 10 von diesen Hampshire-Schweinen ernten. Ich muss 20 Apfelbäume ernten und ich muss 20 Bohnen ernten. Wenn ich das erledigt habe, dann bekomme ich natürlich Erfahrungspunkte, in dem Fall 80, und ich bekomme 2 Medaillen. 2 ist an sich nicht besonders viel. Ihr seht, es ist auch nicht viel höher bei den anderen Quests, wobei die jetzt schon 5 Medaillen hat. Das ist schon einiges im Vergleich. Aber gerade für den Anfang zählt jede einzelne Medaille. Warum? Das kann ich euch auch erklären. Und zwar seht ihr hinter mir diese 2 Zapfsäulen. Ich habe jetzt 2 hier stehen, weil ich schon entsprechend viele Medaillen geholt habe. Das Problem ist, jede dieser Zapfsäulen kostet 2 Medaillen. Und ihr braucht eine Zapfsäule auf jeden Fall, um, wenn ihr auf V drückt, einen Traktor zu erhalten. Dieser Traktor erlaubt euch, anstatt nur ein Feld, wie ihr hier seht, direkt 9 Felder auf einmal zu benutzen. Das heißt, ihr könnt 9 Felder ernten, ihr könnt 9 Felder bewässern, ich zeige es mal eben hier dran, oder andere Sachen machen. Alles 9 Felder groß. Ihr könnt zum Beispiel hier auch 9 Felder groß die Bäumchen abernten, dann habt ihr direkt 9 Bäume abgeerntet. Das ist eine wahnsinnige Verbesserung im Vergleich zu den einzelnen Feldern, die ihr am Anfang nur bearbeiten könnt. Deshalb mein erster Tipp für euch, immer alle Quests erledigen. Solltet ihr mal eine Quest nicht machen können, weil ihr einfach die Sachen nicht habt, dann geht einfach auf diese Quest und sagt, oh nee, da muss ich 30 Kühe für haben, die sind mir aber zu teuer. Einmal pro Tag, beziehungsweise alle paar Stunden ist das geregelt, könnt ihr unten oder mit der Alt-Taste auf Verwerfen klicken. Dann fragt ihr euch, möchtet ihr diese Quest wirklich verwerfen? Dann bestätigt ihr das Ganze nochmal und ihr haltet dementsprechend eine neue Quest. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr aber nur alle paar Stunden machen, deswegen benutzt es nicht zu häufig. Tipp Nummer 2. Die richtigen Stände. Gerade für einen Anfang, also wenn ihr gerade eine neue Farm erstellt habt, aber auch ein wenig später, wenn die Farm schon 1-2 Tage alt ist, ist es wichtig, die richtigen Stände zu erstellen. Die aller wichtigsten Stände, die ihr machen könnt, sind auf jeden Fall für den Anfang der Obststand, der auch sofort freigeschaltet ist. Ab Level 2, glaube ich, kommt dann der Gemüsestand hinzu. Auch wenn der 1000 Gold kostet und das vielleicht für euch in dem Moment etwas viel ist, solltet ihr den auf jeden Fall anlegen, denn das werden eure wichtigsten Stände sein. Ihr werdet nämlich im Laufe der Zeit ganz viel Gemüse bekommen, was ihr dann verarbeiten könnt und woraus ihr dann Diamanten machen könnt. Und ihr werdet ganz viel Obst bekommen, woraus ihr im Laufe der Zeit Diamanten machen könnt. Später ist das Ganze mit dem Obststand nicht mehr ganz so wichtig, zumindest für eine gewisse Zeit, weil ihr dann nicht mehr auf die Edelsteine geht, die ihr aus diesem Stand holen könnt, sondern auf Medaillen. Dazu dann aber im nachfolgenden Tipp. Es gibt auch noch einen Stand, den ich euch wirklich nur empfehlen kann, und zwar ist das der Fischstand. Ihr solltet relativ zu Beginn schon 2-3 Teiche von Fischen hinstellen, wo ihr dann immer wieder regelmäßig angeln könnt. Weil jedes Mal, wenn ihr 10 Fische habt, könnt ihr einmal hier draufklicken und dann erhaltet ihr auch 5 Edelsteine. Und da die erste Erweiterung, ich glaube, 25 kostet, ist das natürlich schnell erreicht. Das heißt, die erste Erweiterung werdet ihr schnell haben. Die zweite geht eigentlich auch noch recht schnell. Danach müsst ihr dann natürlich etwas sparen. Tipp Nummer 3. Alles sortieren.
Gerade zu Beginn, wenn ihr eine komplett neue Farm anlegt, aber auch für den späteren Verlauf doch sehr wichtig, wie ich finde, solltet ihr darauf achten, dass ihr die Sachen gut sortiert habt. Zum Beispiel die Felder, soweit es geht, alle nebeneinander habt, sodass ihr die schöne Reihe nach abernten könnt. Die Bäumchen immer so, dass man sie gut abernten kann in einer Reihenfolge. Hier zum Beispiel habe ich Fischteiche angelegt. Die könnt ihr so schön hintereinander legen, dass ihr nur einmal hier vorne angeln müsst und ihr habt dann quasi aus allen Becken heraus geangelt. Es gibt allerdings auch einige Fische, wie zum Beispiel hier diesen Anglerfisch, der leider nicht mit den anderen kombinierbar ist. Ansonsten könntet ihr irgendwann im Laufe der Zeit riesige Becken bis zu 1000 Fischen auf einmal haben. Mit der kleinen Einschränkung, dass ihr den Narwal einzeln halten müsst. Ihr müsst den Anglerfisch fast einzeln halten. Den könnt ihr nämlich nur kombinieren mit dem Piranha. Der Hammerhai braucht ein einzelnes Becken. Und Eventfische können in der Regel leider nicht mit den übrigen Fischen kombiniert werden. Tipp Nummer 4. Felder sortieren. Gerade zu Beginn ist es so, dass alles kreuz und quer steht. Es stehen die Bäume in allen verschiedenen Ecken. Es werden die Sachen, die schon bereits eingepflanzt sind, sind mal in zwei Streifen eingepflanzt und mal komplett woanders. Ihr solltet es schon so machen, dass ihr immer Dreierfelder nebeneinander habt. Gerade weil ihr später den Traktor bekommt, können nämlich so die einzelnen Felder besser abgeerntet werden. Als wenn ihr immer nur zwei Felder von der einen Sorte habt, ein Feld vom nächsten und dann wieder zwei Felder von dem nächsten. So könnt ihr immer einfach nur den Streifen nach oben oder nach unten fahren und habt dann eine Obstsorte bzw. Gemüsesorte dann abgeerntet. Tipp Nummer 5. Apfelbäume. Besonders für den Anfang finde ich es sehr wichtig, dass ihr in Apfelbäume macht. Sie geben zwar nicht allzu viel Geld aus, sie kommen aber zum einen jeden Monat. Das heißt, ihr habt ein regelmäßiges Einkommen, was ihr auf jeden Fall erhaltet. Und was sehr, sehr wichtig ist, zum einen, besonders am Anfang, ich habe jetzt leider keine mehr hier stehen, aber ihr werdet ja zu Beginn den Obststand noch dort stehen haben. Ihr könnt für jeden 10. Apfel drei Diamanten bekommen. Und das ist wirklich eine Menge, wenn man bedenkt, dass man dann vielleicht so eine Reihe an Obstbäumchen da stehen hat. Also zum einen ist es gut, um seine Diamanten zu erhöhen. Zum anderen, hier schon mal ein Tipp für alle, die vielleicht noch nicht ganz so weit fortgeschritten sind, aber die es auf jeden Fall wissen sollten. Ihr werdet in den nächsten Leveln die Fruchtpresse erhalten. Die Fruchtpresse braucht 50 von diesen also vom Obst, die ihr durch die Apfelbäume halt eben sehr schnell erreichen könnt. Für 50 Obst macht ihr eine Marmelade. Wenn ihr dann später den Marmeladenstand erstellt habt, leider kostet der 10 Tickets, ist also nicht besonders günstig. Wenn ihr den aber erstellt habt, könnt ihr für 10 dieser Marmeladen jeweils ein Ticket herstellen. Und das ist etwas, was euch gerade am Anfang sehr gut weiterhilft, was euch hilft, recht schnell in Anführungszeichen an Tickets zu bekommen, teilweise sogar schneller, als wenn ihr die Quests macht. Tipp Nummer 6. Der Goldtopf. Wer das Event mitgemacht hat, ich glaube, es war das Frühlingsevent, der hat sich den Goldtopf freigeschaltet. Wer natürlich komplett neu anfängt, hat ihn nicht freigeschaltet, aber für all diejenigen, die vielleicht schon was länger spielen oder jetzt gerade nach Tipps suchen, wie sie die zweite Farm effektiver oder schneller aufziehen können, hier auf jeden Fall mein Tipp, baut euch direkt, sobald ihr könnt, den Goldtopf hin. Der gibt euch nämlich jede halbe Stunde einmal so einen Goldbarren. Und wie ihr unten an der Liste sehen könnt, ich habe jetzt 25 von diesen Goldbarren. Nicht Goldbarren, sondern Goldklumpen natürlich. Ich habe 25 davon und wenn ihr später eine Pfandleihe baut, die leider allerdings auch 5 Medaillen kostet, ihr merkt schon, es ist sehr wichtig, die Medaillen von Anfang an mit einzurechnen, dann habt ihr diese Liste hier und ihr könnt zum Beispiel für einen einzigen Goldnugget könnt ihr 10.000 Gold bekommen.
Das heißt, gerade am Anfang könnt ihr euch richtig, richtig durch diese Goldbarren hochpushen. Und die erhaltet ihr automatisch, wenn ihr zum Beispiel Bäume erntet. Das heißt, irgendwann werdet ihr immer wieder auf einen treffen, also einen finden. Und die sammeln sich dann hier drin. Und natürlich durch den Goldtopf, den ihr vielleicht schon freigeschaltet habt, könnt ihr auch jede halbe Stunde nochmal einen so einen Nugget holen. Und das kann euch am Anfang wirklich immens helfen. Wenn ihr 10 von denen eintauscht, dann könnt ihr zum Beispiel eine Medaille erhalten, was gerade auch für den Anfang natürlich sehr, sehr wichtig sein kann. Wobei ich finde, dass das Gold bzw. das Geld wahrscheinlich am Anfang wichtiger ist. Tipp Nummer 7. Immer alles abernten. Eigentlich sollte man diesen Tipp gar nicht so in diese Tippreihe einführen, aber ich denke, dass es einige, beziehungsweise ich weiß, dass es einige dennoch so nicht machen. Zum Beispiel hier diesen Salat. Ich persönlich, ich lasse ihn auch meistens einfach so stehen, weil er mir nicht wirklich genug Ertrag bringt. Aber gerade zu Beginn, ich sage mal die ersten 10, vielleicht auch 15 Level, solltet ihr wirklich immer alles, was reif ist und was ihr direkt wieder nachpflanzen könnt auf den Feldern, solltet ihr immer abernten, immer wieder neu ersetzen. Wenn ihr seht, dass hier Bäume im Hintergrund noch zu ernten sind oder andere Sachen wie beispielsweise Blumen oder man kann noch angeln gehen, immer alles mitnehmen. Weil man weiß nie, wie lange es dann wieder dauert, bis man dann wieder dazu kommt, irgendwas mitzunehmen. Und ja, die Jahreszeiten ändern sich auch, das heißt, die Bäumchen ändern sich. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier jetzt im Hintergrund diese ganzen Apfelbäumchen nicht aberntet, dann sind die von dieser Jahreszeit verloren und erst von der nächsten Jahreszeit kann man sie dann wieder ernten. Und das wäre doch sehr, sehr schade, weil das hier ist doch schon eine ganze Reihe an Apfelbäumchen, wenn man die einfach so liegen lassen würde. Ihr bekommt natürlich Geld dafür, was sich dann auch summiert, was vielleicht nicht immer viel ist, besonders auf die Bäume bezogen. Aber natürlich bei den Blumen kriegt ihr so einiges raus an Geld und bei den Fischen könnt ihr eigentlich auch recht gut verdienen. Tipp Nummer 8. Erweiterung. Ich kann euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, sobald ihr könnt, also sobald ihr die ersten 25 Gold übrig habt und jetzt nicht unbedingt noch hier was kaufen müsst, wodurch ihr dann weitere Edelsteine bekommt, investiert es bitte in eure Erweiterung. Erweiterung, dazu kann ich noch eben kurz was sagen. Das hier ist ungefähr das Feld, was ihr ganz am Anfang nur seht, was euch gehört. Dann gibt es jeweils nach oben, genauso wie nach unten, jeweils 3 Erweiterungen. Und wenn ihr dann hier oben oder auch unten angekommen seid, könnt ihr das Ganze jeweils nochmal 3-mal nach links und 3-mal nach rechts erweitern. Am Ende wird das Ganze hier ein bisschen verkleinert dargestellt und ihr habt eine riesige Karte im Vergleich, wo ihr natürlich überall Sachen anlegen könnt. Was aber sehr, sehr wichtig ist, am Anfang habt ihr, wie gesagt, nur dieses kleine Fältchen hier. Und ihr seht ja bei mir schon, ich bin jetzt alleine schon in 3 Feldern am Arbeiten und ich bin gerade erst mit dieser Farm auf Level 15. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herzen legen, kauft euch mindestens 1 oder 2 Erweiterungen direkt von Anfang an. So könnt ihr schon einiges an Bäumen aufstellen und ihr könnt eure Felder auch um einiges erweitern. Tipp Nummer 9. In Reihenfolge ernten. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es sehr wichtig ist, gerade zu Beginn, dass ihr eure Quests immer wieder abarbeitet. Mir ist es leider schon sehr häufig passiert, dass ich meinen eigenen Rat nicht beherzigt habe und einfach erstmal mein komplettes Feld abgeerntet habe, dann festgestellt habe, oh, ich habe die Quest abgeschlossen und muss genau für die nächste Quest das jetzt wieder anpflanzen, was ich gerade erst abgeerntet habe. Das ist natürlich etwas ineffizient. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut zuerst nach, welche Quest ihr habt, was ihr dafür genau braucht. Und wenn ihr das dann abgearbeitet habt, dann kann es zum Beispiel sein, dass etwas kommt, was ihr schon auf dem Feld habt. Und dann braucht ihr das Ganze nicht 2-mal komplett neu anzulegen und abzuernten, sondern vielleicht nur noch 1-mal. Das spart teilweise jede Menge Zeit und es spart natürlich auch Ärger. Tipp Nummer 10. Verschiedene Sorten. Ein großer Tipp von mir, den ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann, ist, wenn es euer Geld zulässt, natürlich nicht auf den ersten 2, 3 Leveln, aber wenn es euer Geld zulässt, schaut, dass ihr recht früh verschiedene
Sorten von Bäumen anpflanzt und auch verschiedene Sorten von Blumen anpflanzt. Zum einen hat das den Vorteil, wenn ihr die Blumen natürlich zu Beginn schon leveln könnt, indem ihr dann jede Runde, wenn sie dann wieder erntebar sind, dass ihr die dann auch wirklich erntet und die dann somit schneller hochlevelt, umso schneller könnt ihr dann die nachfolgenden Blümchen aus der Serie bekommen. Zum Beispiel seht ihr da hinten in der Mitte Blumen, die aus einer Serie sind. Da gibt es unter anderem noch die roten Bäumchen, Bäumchen-Blumen, sage ich mal, die man noch freischalten kann. Oder da hinten dieser rote Klatschmohn. Davon gibt es noch einen gelben, den habe ich mittlerweile auch freigeschaltet, den muss ich noch hier hinstellen. Oder von diesen Tulpen zum Beispiel, die hinter mir stehen, da gibt es auch verschiedene Farben von. Und je mehr ihr davon freigeschaltet habt, umso näher kommt ihr natürlich dem Ziel, mit diesen Blumen, die ihr freigeschaltet habt, mehr zu verdienen. In dem Fall jetzt an Geld oder es gibt zum Beispiel auch wie den Oregano hinten im Hintergrund, gibt es auch Blumen und natürlich auch Bäume oder Tiere und so weiter, von denen ihr Edelsteine erhaltet. Deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, bei den Tieren würde ich es übrigens nicht machen. Die Tiere würde ich immer nur dann so als Neunergrüppchen hinstellen, wenn ihr wirklich diese Tiere für die Quest braucht. Die Blumen würde ich auf jeden Fall so, wie es geht, hinstellen und immer wieder erweitern, genauso wie die Bäume. Zum einen habt ihr dann natürlich das Geld, was ihr davon bekommt oder vielleicht auch später die Edelsteine. Zum anderen hat es aber auch den Vorteil, dass ihr die dann nicht mehr erst erstellen müsst, wenn ihr die für eine bestimmte Quest braucht. Mit den Fischen ist es übrigens das Gleiche. Tipp Nummer 11. Das Lager. Zu Beginn solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass ihr ein ganz, ganz kleines Standardlager habt. Ich persönlich bin jetzt auf Level 15 und habe immer noch nur diese drei Lagerhallen hier im Hintergrund. Ich spare mir das Ganze nämlich auf, denn ab Level, ich glaube, 25 oder 28 war es, bekommt man die Scheune. Das ist ein größeres Lager, was wesentlich mehr Platz letztendlich bietet. Deswegen habe ich immer nur zu Beginn diese drei Teile, weil, und das ist jetzt der Clou bei der ganzen Sache, ich mich nämlich auch darauf verlasse, dass ich diese Gebäude hier alle habe. Wenn ich diese Gebäude habe, dann erweitern die nämlich unter anderem mein Lager. Das kann ich euch mal eben kurz hier zeigen. Das beste Beispiel und das für mich schönste Beispiel, wird aber erst später freigeschaltet, ist die Fruchtpresse. Wenn ihr eine einzige Fruchtpresse baut, die zugegeben mit 40 Edelsteinen für einen Beginn doch recht teuer ist, dann erhaltet ihr ein Lager um 100 vergrößert. Das heißt, wenn ihr vorher ein Lager von 100 hattet für Obst, könnt ihr nun, wenn ihr eins davon hinstellt, 200 Obst insgesamt sammeln. Und das ist doch wesentlich höher als die Sachen, die man normalerweise so mit den Lagern hinkriegt. Weil wenn man so eine Holzscheune nimmt, erweitert euch diese das Lager allerdings von allen Waren nur um 10 Plätze und das ist nicht wirklich besonders viel. Wenn man jetzt aber zum Beispiel schon den Fischstand nimmt, einen einzigen davon hinbaut, dann könnt ihr, nur für die Fische natürlich, 20 mehr ins Lager tun. Das heißt, das Lager erhöht sich um 20 beispielsweise. Oder wie jetzt hier von dem Nussstand, das würde sich sogar um 80 erhöhen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wirklich immer das Lager im Auge behalten und später, wenn ihr dann die große Scheune freigeschaltet habt, dann natürlich auch dementsprechend mit den Scheunen erweitern. Tipp Nummer 12. Unnötige Dinge einsparen. Es gibt so einiges, was ihr auf der Farm kaufen könnt, auch schon recht vom Beginn an, was aber einfach nur immense Kosten verursacht und was ihr überhaupt nicht nötig habt. Und ich kann euch wirklich versprechen, wenn ihr damit wartet und dann erstmal euch um die Sachen kümmert, die wirklich wichtig sind, kann ich euch versprechen, dass ihr später massiv von den Ressourcen, zum Beispiel Diamanten oder Geld oder ähnliches, vorliegen habt, damit ihr euch die Sachen definitiv leisten könnt und später eure Farm richtig, richtig schön machen könnt. Ein gutes Beispiel ist das Gästebuch, was hinter mir steht. Ich habe jetzt nur ein Gästebuch hier stehen, weil das hier meine Community Farm ist. Beziehungsweise ich baue gerade noch die Community Farm auf. Noch ist sie zu klein, um sie zu eröffnen. Deswegen ist sie jetzt noch für den öffentlichen Verkehr geschlossen. Aber es gibt so einige Sachen, die ich euch mal so als Beispiel zeigen kann, die wirklich nicht von Anfang an nötig sind. Gutes Beispiel zum Beispiel der Meteor.
Ich habe zwar immer einmal die Bienenstöcke, also einen Bienenstock aufgebaut, aber mehr auch nicht. Das ist nur, damit ich zwischendurch alle 23 Stunden immer mal eine Wabe ernten kann. Das so ein bisschen nebenbei läuft am Anfang, aber mehr brauche ich am Anfang definitiv nicht. Dementsprechend könnt ihr euch den Meteor auch schenken, zumal ich ihn persönlich auch für schwachsinnig finde, weil ihr haltet für 20 Bienenwaben gerade mal eine einzige Medaille. Und da gibt es wesentlich bessere und sehr viel kostengünstigere Sachen, wodurch ihr Medaillen erhalten könnt. Dann gibt es beispielsweise noch andere Dinge, hier zum Beispiel den Milchstand, den würde ich nicht nehmen, weil ich am Anfang nie in Kühe machen würde. Genauso wie andere Dinge, zum Beispiel den Dekorationsbereich. Diese ganzen Sachen, die braucht ihr alle nicht. Es ist zwar sehr schön, so ein Schaukelpferd irgendwo stehen zu haben. Und wenn man mal eine Sache hinstellen möchte, die einem richtig toll gefällt, dann kann man das natürlich auch mal machen, wenn man die Ressourcen dazu hat. Aber man muss halt gerade am Anfang immer Abstriche machen. Und ich würde es niemals auf den ersten 20, 30 Stufen von der Farm empfehlen, irgendetwas in der Art hinzustellen. Ich persönlich stelle Dekorationen eigentlich erst hin, wenn die komplette Farm fertig ist oder ich wirklich große Einnahmequellen habe von Edelsteinen, weil das kostet alles durchgehend Edelsteine hier. Und die sind nun mal Mangelware im ganzen Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Genauso wie diese ganzen Zäune. Die Dekorationen sind natürlich alle sehr, sehr schön. Das ist auch kein Problem. Auch die Sprinkler würde ich am Anfang einfach ignorieren. Die sind zwar sehr, sehr nützlich und für jeden, der eine voll ausgebaute Farm hat, unbedingt empfehlenswert. Aber man muss schon mindestens Level, ja, ich sag mal grob 80 bis 100 haben, um wirklich eine voll ausgebaute Farm zu haben, also sprich alle Felder frei zu haben, sodass sich die Sprinkleranlagen auch wirklich rentieren. Es gibt auch verschiedene Straßen, die man theoretisch bauen könnte. Man wird übrigens schneller bei den Straßen, aber es gibt, soweit ich weiß, keinen Unterschied von der Geschwindigkeit her zwischen den einzelnen Straßenteilen. Deswegen, wenn ihr überhaupt eine Straße bauen wollt, nehmt immer nur die Asphaltstraße am Anfang. Die kostet einen Edelstein und im Vergleich zu den anderen, wie zum Beispiel das Wasser, was 500 Geld kostet, was ihr am Anfang nun mal einfach nicht habt, oder den heißen Kohlenpfad, der sogar 8 Edelsteine kostet, ist die auf jeden Fall noch am günstigsten. Aber ganz ehrlich, ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Ganz besonders nicht für den Anfang. Tipp Nummer 13. Die Pfandleihe. Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Utensil, was ihr nicht von Anfang an bekommt, wofür ihr auch 5 Medaillen ausgeben müsst, die ihr euch wirklich erstmal mühsam zusammensparen müsst, aber was ich euch wirklich wärmstens nur empfehlen kann, ist die Pfandleihe. Wenn wir nämlich die Pfandleihe haben, wie ihr schon sehen könnt in der Liste, können wir die gegen alle, also die Goldnuggets, die wir erhalten, gegen alles eintauschen. Die Goldnuggets erhaltet ihr, wie ich bereits erwähnt habe, dadurch, dass ihr zum Beispiel einfach nur die Bäume aberntet. Oder auch auf den Feldern könnt ihr die Goldnuggets auch erhalten. Die kommen unregelmäßig, das ist ein Zufallsprodukt, aber was regelmäßig kommt, ist, oder was richtig ist auf jeden Fall, dass sie kommen werden. Ich habe insgesamt schon Mitte 30, rum die 40, glaube ich, gehabt bei meinen ersten 15 Leveln. Sie sind noch ein bisschen rar, aber sie können euch immens helfen. Für einen einzigen Goldnugget würdet ihr für euch schon 10.000 Geld bekommen, was ihr dann wieder investieren könnt in andere Sachen. Und für 10 von diesen Goldnuggets erhaltet ihr eine Medaille. Wenn ihr also wirklich mal knapp seid und ihr habt die Goldnuggets übrig und euch fehlt eine Medaille, um irgendwas ganz Wichtiges zu kaufen, dann gebt es einfach aus. Oder ihr könnt sie natürlich auch sparen und das dann woanders machen. Was ich aber für den Anfang wirklich nur empfehlen kann, ist diese eine Goldnuggets in also jeweils 10.000 Geld umzuwandeln, weil das euch immens, immens weiterhelfen kann im Spiel. Tipp Nummer 14. Farmhelfer. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir sind die Farmhelfer. Die werdet ihr nicht zu Beginn haben, sondern erst, wenn ihr so zwischen Level 15 und 20 vielleicht seid von eurer Farm, dann solltet ihr euch den ersten Farmhelfer holen.
Ich persönlich finde ihn immens wichtig, vor allen Dingen, wenn man selber ein bisschen von seiner Arbeit abgeben will oder eben auch, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit hat, den PC einfach mal anzulassen, wenn man gerade nicht am PC ist, weil, wie ihr so im Hintergrund sehen könnt, der Farmhelfer einfach durch die Gegend läuft und in einem gewissen Gebiet, was abgegrenzt ist, alles aberntet, was er so in die Finger bekommt. Das kann man sich auf mehrere Arten zunutze machen. Ich habe es hier zum Beispiel auf meiner Eventfarm so gemacht, dass ich ein regelmäßiges Einkommen an Weizen erhalte, in Form von Reis, was er jetzt hier gerade am Ernten ist. Ich mache hier immer so Event-Sachen rein, Quest-Sachen rein. Wenn ich jetzt für eine Quest zum Beispiel Tiere brauche, dann setze ich die einfach hier rein und der bewirtschaftet die dann, der füttert die und der erntet die dann auch. Oder wenn ich bestimmte Bäumchen brauche für meine Quest, die setze ich dann auch dementsprechend rein. Das wird dann auch abgeerntet. Und bei ihm hier habe ich es ein bisschen kombiniert mit den Gummibäumen. Die bekommt man allerdings erst viel, viel später. Aber ihr solltet das schon mal gehört haben, weil die Gummibäumchen hier einen sehr, sehr schönen Ertrag liefern. Und zwar erhaltet ihr alle 2 Jahreszeiten, in meinem Fall jetzt, 5 Edelsteine von den Gummibäumchen. Und ich habe hier 72 aufgestellt, die mein Farmhelfer alle 2 Jahreszeiten aberntet. Und das ist dann doch schon ein sehr, sehr guter Betrag, den ihr dann reinbekommt. Um euch allerdings diese Farmhelfer hier leisten zu können, müsst ihr Tickets haben. Um Tickets haben zu können, ich glaube, das ist jetzt ein leeres Haus, deswegen gehe ich mal vorsichtshalber hier rein. Um Tickets haben zu können, müsst ihr euch erstmal ein Haus bauen und dann müsst ihr euch 4 Gegenstände ins Haus stellen. Zweimal einen Herd, einmal ein Keyboard oder ein Klavier und einmal hier eine Staffelei. Mit diesen könnt ihr dann verschiedene Sachen, also hier ist erstmal die Übersicht, wo ihr diese verschiedenen Sachen bekommt. Hier gibt es 2 Herdformen. Ihr könnt immer nur 2 Herde in euer Haus reinstellen. Hier diese modernen Herde kosten etwas mehr als die anderen Herde, aber ich habe bisher noch keinen Unterschied gemerkt, dass sie jetzt irgendwie besser wären. Das definitiv nicht. Dann könnt ihr euch entweder ein Keyboard hinstellen oder ihr könnt euch ein Klavier hinstellen. Das ist so ein bisschen eine Optiksache. Ihr könnt euch rein theoretisch übrigens auch, wenn ihr die DLCs gekauft habt, einen Holzofen anstatt vom Herd reinstellen oder ein Stellar-Kochgerät reinstellen. Also da, wie gesagt, gilt das gleiche bei den Herden. Jeweils zweimal ist das Maximum und halt eben diese Staffelei. Wenn ihr nun auf die einzelnen Sachen geht, ich gehe jetzt mal hier auf das Klavier, dann habt ihr verschiedene Sachen, die ihr dann mit der Zeit freischalten könnt. Bei dem Klavier und bei der Staffelei bezahlt ihr immer mit Edelsteinen. Ihr seht dann unten rechts eure Belohnung. In dem Fall müsste ich 4-mal hier drauf drücken, um dieses Musikstück zu erlernen. Würde dann aber nach diesen 4 Malen eine Medaille sogar bekommen und 8 Tickets für meine Farmhelfer. Bei den Herden ist es ein bisschen unterschiedlich. Ihr seht unten links, das würde jetzt 20 Fische erfordern und 20 Weizen und zusätzlich noch 20.000, was ihr geldmäßig investieren müsst. Da brauche ich jetzt übrigens auch nur zu verlängern. Und hier bei der Staffelei ist es, wie gesagt, so, dass ihr in Edelsteinen bezahlt und zusätzlich in dem Fall müsste ich jetzt noch mit Pilzen bezahlen. So bekommt ihr die Tickets. Tipp Nummer 15. XP Boost. Der letzte Tipp ist mitunter der für mich aller wichtigste Tipp. Gerade für den Anfang hilft es euch, eure Farm immens nach oben zu pushen vom Level her. Ihr geht einfach zurück ins Menü, beziehungsweise geht gar nicht erst in die Farm rein, geht auf Suche nach Farmen. Dann werden euch alle Farmen angezeigt, die von anderen Spielern gerade online stehen. Hier solltet ihr jetzt gucken, zum einen, wie groß die Farm ist. Hier ist zum Beispiel ein 149er Farm. Und zum anderen, wie viele Leute gerade da drauf aktiv sind. Es gibt Farmen, da sind, ich sag mal, von 16 Leuten schon 10 oder 12 drauf. Da könnt ihr davon ausgehen, dass ihr definitiv wenig habt, was ihr jetzt noch machen könnt. Aber wie jetzt hier oben zum Beispiel ist gerade mal der Inhaber drauf. Also die 1 ist immer nur der Inhaber und es ist eine sehr große Farm im Vergleich, 149 vom Level her. Ihr müsst auch hier vorne ein bisschen drauf achten.
was mit der Farm ist. Es gibt Farmen, die stehen online, aber ihr dürft nichts machen. Das ist natürlich sehr unsinnig irgendwo, aber auf diese Farm könnt ihr zum Beispiel raufgehen, da dürft ihr ernten. Dann loggt ihr euch auf dieser Farm ein. Dann gibt es in der Regel so einen Willkommensgruß. Bitte ernte die Pflanzen. Vergisst nicht, ins Gästebuch zu schreiben. Bitte pflügen nach dem Ernten. Das ist dieses ganz normale, ja, wie ich es normal finde, dass man diese Rillen danach wieder hat und direkt anpflanzen kann. Und hab viel Spaß. Also, Pflanzen sind demjenigen sehr wichtig. Man kommt immer hier an der Bushaltestelle aus. Dann sucht man sich als erstes eine Tankstelle. Dummerweise sind die leider nicht immer direkt bei der Bushaltestelle vorhanden. Deswegen muss man dann hier mal so ein bisschen auf die Karte gehen und gucken, wo welche sind hier. Das sind diese rosanen Zeichen. Das heißt, hinter mir müsste eigentlich was sein, was ich jetzt übersehen habe. Ach genau, hier ist eine Tankstelle. Man sollte vielleicht auch mal genau gucken. Wie ihr schon gesehen habt, füllt sich das Ganze nicht komplett auf. Also knapp ein Drittel füllt es sich auf. Dann kann man zu einer anderen Stelle noch hinporten, damit man ein bisschen mehr hat. Ich mache es dann meistens so, wenn das funktioniert, dass ich alle Stellen so ein bisschen anvisiere und mir das Ganze voll mache. Und dann gucke ich da, wo es effizient ist, beziehungsweise wo derjenige es natürlich auch haben möchte. Man kann es jetzt hier nicht ganz so gut sehen, aber hier oben sind auf jeden Fall Pflanzen. Das heißt, ich werde jetzt hier so ein bisschen rumlaufen und werde mich darum kümmern. Je nach Belieben kann man natürlich auch zum Beispiel ein bisschen angeln gehen. Und wenn ihr dann das erste Mal etwas gemacht habt, wie ihr oben links schon seht, dann füllt sich eine Anzeige auf. In dem Fall, Tiere mache ich ungern, es sei denn, derjenige hat das explizit draufstehen, weil manche wollen einfach nicht, dass man die Tiere aberntet. Und ja, da halte ich mich dann natürlich auch sehr gerne dran. Hier sind zum Beispiel Bäumchen. Da kann man jetzt hingehen und dann kann man überall gucken, dass man im Endeffekt das Gleiche macht, wie man jetzt bei euch zu Hause auf der Farm auch machen würde. Das dauert eine ganze Weile, bis ihr dann oben diesen Blitz aufgefüllt habt. Ihr seht aber auch neben dem Blitz eine Anzeige, wie lange dieser Boost jetzt laufen würde. Hier mache ich das übrigens so bei den Pflanzen, wenn ich irgendwo anders bin. Das macht leider nicht jeder, dass ich nicht nur abernte, sondern dass ich dann, wenn keine Sprenkler vorhanden sind, auch direkt nochmal nachgieße. Übrigens, was ich fast vergessen hätte, wenn ihr das macht und auf anderen Farmen arbeitet, dann erhaltet ihr auch XP-Punkte dadurch. Bei mir kann man es jetzt leider nicht mehr so wirklich gut sehen, weil ich schon ein sehr hohes Level erreicht habe und da irgendwie, ja, ich immer das Gefühl habe, dass sich da gar nichts mehr tut. Irgendwann geht das Level dann doch mal höher. Aber das ist sehr, sehr mühselig, um das Level da noch höher zu kriegen. Aber ihr erhaltet definitiv auch XP, wenn ihr dann auf der anderen Farm arbeitet. Und das freut natürlich sowohl euch wie auch denjenigen, dessen Farm ihr dann gerade am, ja, bewirtschaften seid sozusagen. So, wenn ihr nun wieder auf eurer Farm seid und ich habe jetzt leider, ja, leider kein Beispiel, weil das dauert hier noch eine Stunde. Dafür müsste man eigentlich, also das ist ein ganz, ganz großer Tipp von mir, wenn ihr sowas wie Weizen habt, was wirklich sehr, sehr viel Boost geben würde. Ich zeige euch das mal hier eben an der Übersicht. Ihr würdet nämlich 74 XP bekommen. Klingt erstmal nicht viel, ist aber doch eine ganze Menge. Vor allen Dingen auch, wenn ihr dann später hochgelevelt habt. Dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr euch vorher den Boost holt. Denn mit diesem Boost im Hintergrund bekommt ihr nämlich das Doppelte raus. Hier haben wir jetzt 132, 186 und 102 XP bekommen. Das ist im Vergleich wahnsinnig viel. Jetzt schauen wir mal eben, ob wir noch Blumen haben. Genau. Bei den Blumen beispielsweise wäre es jetzt so hier bei den Margeriten, dass wir 55 bekommen würden an XP. Und jetzt ist es so schnell weg gewesen, dass ich es gar nicht lesen konnte. Man bekommt aber auf jeden Fall immer den doppelten Boost von dem, was man normalerweise bekommen würde. Hier würden wir ja normalerweise 9 Pilze bekommen. Und wenn man jetzt mal guckt, wir bekommen jeweils 2 Pilze pro Feld. Das heißt, da bekommen wir das Doppelte. Deswegen haben wir jetzt auch mit Einschlag 39 unten drin stehen.
Was natürlich ein immens großer Vorteil ist, wenn ihr beispielsweise eine sehr, sehr große Apfelbaumfarm habt. Weil hier, wie ihr seht, bekommt ihr auch wieder pro Baum jeweils 2 Obst. Und damit füllen sich dann meine Lager, das könnt ihr jetzt unten sehen, doch sehr, sehr schnell. Also normalerweise komme ich nicht über die knapp über 100 heraus, wenn ich hier das ganze Feld wirklich abernte. Und jetzt sind wir schon... Mal das jetzt... Ah nee, das sind jetzt natürlich Nüsse. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber jetzt sind wir schon über 250. Was jetzt für uns heißen würde, dass wir jetzt hier zum Beispiel an der Fruchtpresse nicht mehr nur 2 drücken können, sondern insgesamt schon alle 5 drücken können. Mit dem, was wir jetzt zumindest hier haben. Das letzte können wir auch noch drücken. Das war nämlich gerade nicht aktiv. Dann machen wir das nochmal eben. Ja, und wenn ihr das jetzt zum Beispiel bei so Blumen wie der Tulpe verwendet oder auch bei den roten Bäumchen, also die Weiterentwicklung hier von den Rosen, die roten Rosen, nicht Bäumchen, warum sage ich mal Bäumchen, dann ist das sehr viel XP, was ihr erhaltet. Und es ist grundsätzlich, nicht nur natürlich bei diesen Sachen, sehr, sehr viel, was ihr ernten könnt. Wenn ihr zum Beispiel Pilze braucht und ihr habt jetzt nur in Anführungszeichen diese 3 Neunerfelder hier, dann geht ihr einmal hier rüber mit dem XP-Boost und zack, habt ihr wieder ganz viele Pilze parat, die ihr dann benutzen könnt. Ja, es tut mir leid, dass das Ganze etwas länger geworden ist, aber ich denke, gerade für Anfänger sollte man das Ganze auch wirklich verständlich erklären und nicht mal eben so abhandeln, nur damit man, keine Ahnung, seine 10, 15 Minuten hinkriegt und davon ausgeht, dass immer jeder bis zum Ende zuhört, weil es ist mir wichtiger, dass ihr das versteht und dass ihr auch versteht, warum ich das gerade als Tipp gebe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.